Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Eigenschaft zu beweisen. Diese Eigenschaft ist gültig für egal welche natürliche Zahl n größer gleich 3. Für n gleich 0, 1 und 2 funktioniert diese Eigenschaft nicht. Wir beginnen also die Induktion mit dem kleinstmöglichen Wert von n, das heißt, wenn n 3 ist. Wenn n 3 ist, lesen wir, 3 im Quadrat ist streng größer als 2 mal 3 plus 1. Und diese Ungleichheit ist gültig dann und genau dann, wenn 9 streng größer ist als 2 mal 3 plus 1, das heißt 7. Die Ungleichheit stimmt dann und genau dann, wenn 9 streng größer ist als 7, was selbstverständlich okay ist. Jetzt nehmen wir an, dass die Eigenschaft für n gleich k stimmt und werden anhand dieser Induktionsannahme beweisen, dass die Eigenschaft auch stimmen muss, wenn n gleich k plus 1 ist. In diesem Fall müssen wir diese Eigenschaft beweisen. Wir starten also mit k plus 1 im Quadrat, rechnen dieses Quadrat aus und durch die Induktionshypothese wissen wir, dass k² streng größer ist als 2k plus 1. Also ist diese Summe streng größer als 2k plus 1, von da, plus 2k plus 1, von da. 1 plus 1, das macht 2. Und in dieser Summe klammern wir 2 aus, weil wir das so brauchen. Da die Zahl k aber größer gleich 3 ist, wissen wir, dass 2k streng größer ist als 1. Also so. Und somit haben wir bewiesen, dass k plus 1 im Quadrat streng größer ist als 2k plus 1 plus 1, was den Beweis dieser Eigenschaft abschließt.